17. Mehrfachauswahl. Ein Patient kommt in Ihre Praxis, weil der Hausarzt ihm eine psychotherapeutische Behandlung seiner Depression empfohlen habe. Der Patient klagt über innere Leere, Antriebslosigkeit. Nichts freue ihn mehr, auf nichts habe er mehr Lust. Ständig grüble er. Alles mache er falsch. Er meide andere Menschen. Er käme noch nicht einmal von seinem Sofa hoch. Ja, das sind typische Merkmale der Depression. Welche der folgenden Aussagen zum verhaltenstherapeutischen Vorgehen treffen am ehesten zu? Ja, am ehesten. Natürlich kann das ein oder andere auch zutreffen, aber weil es hier nur zwei Antworten gibt, deshalb, was trifft am ehesten zu? Also, A, der Therapeut sollte mit ihm das sogenannte Teufelskreismodell der Angst erarbeiten. Und das stimmt nicht, denn hier steht nichts von Angst und deshalb macht das erstmal wenig Sinn. B. Der Therapeut sollte ihn vor allem in Planung und Aufbau von herausfordernden, großen und besonderen Aktivitäten, zum Beispiel Marathonlaufen, unterstützen. Und das stimmt auch nicht. Bitte depressive Patienten niemals überfordern. Dann sind die noch mehr frustriert, die haben eh schon keinen Antrieb und fühlen sich eh schon schlecht und wertlos. Deshalb bitte bei dem Aktivitätenaufbau wirklich Schritt für Schritt vorgehen und den Patienten nicht überfordern. Ganz wichtig. C. Der Therapeut sollte ihm gezielt Gegenargumente nennen, die beweisen, dass sein automatischer Gedanke, ich mache alles falsch, falsch ist. Das ist falsch. Also das stimmt natürlich auch nicht, weil dafür gibt es die kognitive Umstrukturierung. Und insbesondere den sokratischen Dialog, mit dem er hinterfragt. Ja? Im besten Fall soll der Klient durch diese Fragen selbst darauf kommen. Das ist viel wirksamer, als wenn der Therapeut ihm sagt, aber Sie machen doch gar nicht alles falsch. Sie sind doch jetzt hierher gekommen. Sie haben Ihr Auto benutzt. Also haben Sie das nicht falsch gemacht. Und was glauben Sie, wie sehr Ihnen der Patient, der depressiv ist, glauben würde? Ja, das haben ihn schon viele andere Leute, Ehefrau, Nachbarin, wie auch immer, schon vorher erzählt, dass das nicht stimmt, wie er denkt. Aber wenn das so einfach wäre, dann würde es ja langen, einfach zu sagen, nee, das stimmt nicht, du machst nicht alles falsch, weil so, so, so. Also das stimmt auch nicht, das hat nichts mit Therapie zu tun. D, der Therapeut sollte mit ihm Techniken einüben, seine Grübelgedanken und Inhalte zu unterbrechen und umzustrukturieren. Und das stimmt. Das sind vor allem die Ziele der kognitiven Verhaltenstherapie, die sich vor allem auch bei Depressionen bewährt hat. Aaron Beck, ein Gründer der KVT, hat ja auch seine Therapie ursprünglich für depressive Patienten entwickelt. Und vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs. Die kognitiven Interventionen basieren ja auf der Annahme, dass Depressionen auf negativen Denkschemata bezüglich der eigenen Person sowie der gegenwärtigen und zukünftigen Umwelterfahrung, das spricht man auch von kognitiver Triade, beruhen und die Umwelt selektiv und zwar nur bezüglich ihrer negativen Aspekte wahrgenommen wird. Und diese negativen, selbstabwertenden Wahrnehmungs- und Denkschemata bedingen die depressiven Affekte und ziehen entsprechende Emotionen und Verhaltensweisen nach sich und halten diese auch aufrecht. Das wissen Sie vielleicht noch vom Fallbeispiel Erna und im Sorgschema in der Verhaltensanalyse habe ich das auch noch mal erläutert. Und deshalb sind Ziele der KVT die Erfassung dieser verzerrten Wahrnehmungen und die Erarbeitung alternativer Kognition und Verhaltensmuster. Ja, und die verhaltenstherapeutischen Interventionen bestehen im Aktivitätsaufbau, Vermittlung von Tagesstruktur, Förderung angenehmer Tätigkeiten sowie der Verbesserung der sozialen und problemlösenden Kompetenzen. Was dann natürlich auch wieder dazu führt, dass der Patient funktionaler denken lernt, also funktionalere, realistischere, lösungsorientiertere Denkweisen entwickelt. Ja, warum dieser kleine Exkurs? Weil ich festgestellt habe, dass die KVT in den letzten Jahren in der schriftlichen, aber auch in der mündlichen Überprüfung immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und dass solche Fragen auch vermehrt in der letzten Zeit gestellt worden sind. Ja? Also D,
Stimmt. Und der Therapeut soll im Verlauf auch soziale Fertigkeiten trainieren und Ressourcen aktivieren. Ja? Hat man eben gerade. Und weil ich immer wieder gefragt werde, was sind denn eigentlich Ressourcen? Nochmal zum Mitschreiben. Ja, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl, aber damit Sie so eine Grundahnung haben. Ressourcen sind erstmal Kraft- und Energiequellen, also Dinge, die einem helfen, das Leben nach seinen Bedürfnissen zu gestalten. Und diese können einmal in einem selbst, also im Patienten, aber auch in der Umwelt liegen. Und machen wir mal die Aufteilung oder strukturieren wir mal diese Ressourcen, das ist dann einfacher zum Lernen. Als innere Ressourcen könnte man sagen, Fähigkeiten oder Kompetenzen, aber auch Einstellungen, Humor, bestimmte Erinnerungen, Visionen, Ziele, Ideen, Wünsche, ja, Entspannung, Interessen, Hobbys, äußere Ressourcen, zum Beispiel die Arbeit, Freizeit, die Natur, die eigene Gesundheit, finanzielle Absicherung und dann noch relationale Ressourcen, also in der Beziehung zu anderen Menschen. Zum Beispiel der Partner könnte eine wichtige Ressource sein, die Familie, Freunde, Nachbarn, Engagement oder selbst die Beziehung zum Therapeuten, zum Arzt. Also es können ganz gewohnte alltägliche Dinge sein, zum Beispiel sehen können, lesen oder schreiben können, eine Familie zu haben oder auch ein interessantes Hobby. Und auf diese Ressourcen kann in einer Depression häufig nicht mehr zurückgegriffen werden. Und deshalb werden die wieder aktiviert bzw. auch neu entwickelt. So, jetzt haben Sie relativ viel zur KVT bei Depression gehört. Und jetzt kommen wir zurück zur Frage 17. Was stimmt jetzt? Es stimmen die Aussagen D. Der Therapeut sollte mit ihm Techniken einüben, seine Grübelgedanken und Inhalte zu unterbrechen und umzustrukturieren. Und der Therapeut sollte im Verlauf auch soziale Fertigkeiten trainieren und Ressourcen aktivieren. Und das schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz im Handout an. Affektive Störung, kognitive Verhaltenstherapie. Und hier auf der Folie 86. Da haben wir einmal die kognitive Triade nach Beck, ich hatte es eben schon vorgelesen, die negative Sicht der Welt, der eigenen Person, der Zukunft. Und Therapieelemente sind positive Verstärkung, also Belohnung aktiven Verhaltens und kognitive Umstrukturierung. Depressive Denkverzerrungen werden ermittelt und korrigiert. Und hier Folie 88, Veränderung dysfunktionaler Kognitionen, also die kognitive Umstrukturierung. Die beinhaltet Entdeckung depressiver Denkverzerrung, der sokratische Dialog, Realitätstestung oder Reattribution. Das haben wir auch schon öfters in der schriftlichen Überprüfung gesehen. Und hier oben steht Aktivitätsaufbau, angenehme Aktivitäten aufbauen, Veränderung defizitärer Verstärkersysteme, angenehme Erfahrungen sammeln, also erhöhen, belastende Erfahrungen verringern. Ja. Das war's zur Aufgabe 17. Schauen Sie sich die Depression auf jeden Fall an, nicht nur für die schriftliche, sondern auch für die mündliche Überprüfung und in dem Zusammenhang auch Abklärung der Suizidalität. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ein entspanntes und vor allem ein strukturiertes Lernen. Drücke Ihnen die Daumen für Ihre Prüfung, wünsche viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Machen Sie es gut! Tschüss!